Wie gesagt, 12 mal 12 mal 12 mal 12 mal 12. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von SunCraft. Mein Name ist Sunny P und heute geht es um das Sortiersystem. Das Ganze werden wir aber in zwei Folgen aufteilen. Heute die Vorbereitung. Was braucht man alles, um das herzustellen? Schalter, Redstone und Kisten sollten ganz klar sein. Rohre, gucken wir uns einmal ganz kurz an. Holzrohre stellt ihr her, indem ihr Glas und Holz habt. Goldenes Rohr, Gold und Glas. Eisenrohre, Eisen und Glas. Auch alle anderen Rohre, falls ihr noch andere verwenden wollt. Es gibt noch genug Typen, die verschiedene Fähigkeiten haben, sind immer relativ einfach herzustellen. So, das haben wir. Dann noch, was brauchen wir? Das Lagersystem, was wir hier nutzen, ist Storage Drawer. Damit funktioniert das sehr einfach und sehr kostengünstig. Ihr könnt natürlich auch Diamantrohre benutzen und Truhen, wenn ihr das wollt. Das kostet allerdings viel Zeit und sehr, sehr viele Diamanten für die Rohre. So, Storage Drawer. Bestehen einmal aus den Drawern an sich. Wie man sieht, sind da Items drin. Und zwar abgebildet sogar als Icon. Diorit, Stein, Granit und Erde. Und oben steht immer wie viel. 24, 24, 24, 16. Mit Linksklick holt ihr das raus. Na, hier sieht man das nochmal. Mit Rechtsklick könnt ihr alles wieder einsortieren, was ihr so gerade in Tasche habt. Mit einem Doppelrechtsklick wird alles sortiert, was ihr gerade zurzeit in der Tasche habt. Also auch das, was nicht so drin ist, wie man gerade sieht. Und was ihr halt machen könnt, ist links Shift, Steuerung, also ducken und Linksklick. Dann macht ihr immer ein Stackweise raus. Und dieser Drawer übrigens, wenn ihr damit irgendwas Rechtsklick macht, wird das einsortiert. Macht ihr einen Doppelrechtsklick, wird alles einsortiert, was ihr im Inventar habt, was bereits da ist. Also beispielsweise die Leeren hier werden nicht gefüllt. Das ist sehr wichtig zu wissen, denn ihr könnt so ein manuelles Sortiersystem machen. Ihr braucht also nicht so ein Zeug hier. Ihr braucht eigentlich nur ein Storage Drawer und alles verbunden haben. Dann könnt ihr einfach in dem eure Sachen reinpacken. Dann braucht ihr hier nicht so einen komplizierten Kack bauen. Ganz einfach also dann. So, Storage Drawer funktionieren so, dass sie 12 in alle Richtungen überprüfen. Das heißt, er geht von hier aus links 12, in die Richtung 12, da 12, aber auch nur, wenn sowas wie ein Drawer anliegt. Entweder der Drawer oder diese Verkleidungen, die funktionieren genauso. Was nicht funktioniert ist, wenn ich das zum Beispiel wegmache, dass der sich denkt, okay, ich gucke in 12, da ist auch einer. Testen kann man das übrigens immer sehr gut, wenn man den Personal Key benutzt und den Personal Key hier drauf wirft. Dann seht ihr jetzt hier, das Ding Entschuldigung, wird Gold oder eben nicht. Das Ding ist Gold. Bleibt auch Gold, weil es nicht mehr verbunden ist. Und wenn wir jetzt rangehen, kein Gold mehr, Gold. Denkt daran, dass der ungefähr 5 Sekunden braucht, bis der sich an seine neue Verbindung hat. Jetzt gerade hatte ich ein bisschen Glück, dass es sofort geklappt hat. Normalerweise braucht er 5 ganze Sekunden, bevor der seine Umgebung gecheckt hat. Also Moment warten, falls es nicht sofort klappt. Kann auch vielleicht länger dauern, ich weiß es nicht genau. So. Das Sortiersystem funktioniert jetzt so. Und wichtig ist jetzt, möchte ich euch noch kurz die Keys erklären, die man hier nämlich haben kann. Denn, das ist ganz wichtig, erst einmal ein Personal Key. Es muss protected sein oben, das steht dabei. Niemand soll an den Drawern rangehen können. Na, so könnt ihr sperren, sonst können Leute da einfach was rausnehmen. Das ist deswegen wichtig für die Leute, die schon spielen. Gebiete, die gesperrt sind, wie diesen hier, sperren zwar Truhen, aber die sperren nicht die Drawer an sich. Das ist sehr wichtig. So, und hier benutze ich noch den zweiten Schlüssel. Denn wir holen mal alles raus. Guck, null Diorit drin und das Icon bleibt. Weil ich habe es gelockt mit dem Schubfachschlüssel. Macht man es an, also zum Beispiel aus, ne, und holt das letzte Teil raus. Sieht man jetzt, 32 Stück drin. Alle rausnehmen, ist das Icon weg. Mit Schubfachschlüssel an, könnt ihr es... Nein, reinpacken, nicht davor bauen. Reinpacken. Und wenn ihr jetzt alles rausnehmt, habt ihr zwar alles, aber es bleibt immer drin. Das ist für das Sortiersystem essentiell, dass ihr keine leeren Drawer habt, die irgendwo noch rumstehen und verbunden sind.
Denn das würde zu Problemen führen bei dem Ablaufsystem. Denn das kommt jetzt nämlich in dem zweiten Teil aber erst, wie es genau funktioniert. Aber ich kann euch die Idee schon mal erklären. Items werden da reingeworfen. Und manuell ist es so, wenn man manuell Sachen reinpackt, habe ich ja gesagt, werden leere Sachen nicht gefüllt. Kommen hier aber Items rein, zum Beispiel durch das Rohr hier, dann wird er leere Dinge auch füllen. Kommen hier Items lang, die noch nicht hier drin einsortiert sind, werden die hier einsortiert und deswegen auch so eine Art Sicherheitssystem, damit, denn die Alternative erstmal, was wäre denn, wenn das es dieses Ding nicht geben würde? Das heißt also zum Beispiel so, dann hat er ja nur die vier Dinger und jetzt kommt zum Beispiel Whetstone an, dann ploppt das einfach raus. Das ist nämlich deswegen auch ziemlich wichtig, dass ihr das so baut. Denn wenn Redstone rausploppt, bleibt es liegen und despawnt wahrscheinlich, weil ihr nicht dran denkt, das Zeug einmal abzuchecken, was alles nicht einsortiert werden könnte. Deswegen wollen wir gerne so eine "Ich bin noch nicht einsortiert" Kiste haben. Und dann könnt ihr die Sachen, nämlich die da drin liegen, nehmen und könnt die schön einsortieren, weil ihr wisst, okay, das Zeug hatte ich noch gar nicht in meinem Sortiersystem oder in meinem Dwarf-System. Okay, wir haben die Dwarf erklärt. Die Verkleidungen hatte ich ja auch gesagt, dass die einfach genauso funktionieren wie die Dwarf von der Funktionsweise für den Dwarf-Controller. Aber die enthalten selber keine Items. Ne, das könnt ihr gut benutzen. Zum Beispiel, wenn ihr es ja so habt und hier ist irgendwo eine Mauer zwischen, würdet ihr es ja gar nicht sehen, dass die beiden Systeme miteinander verbunden sind. Ne? sind einfach verbunden. Hier ist eine Mauer irgendwie zwischen. Und trotzdem kann man mit den Drawer das Ding bedienen. Wie gesagt, 12 mal 12 mal 12 mal 12 mal 12, also in alle Richtungen. Von hier aus 12, da lang 12. Theoretisch von da aus 12 in die Richtung, 12 da, 12 nach oben. Und das ist sozusagen die höchste Entfernung, die der kontrollieren kann. Bis natürlich 12 nach da, 12 nach da und 12 nach unten. Also ein riesen Kubus kann der verwalten. Meistens braucht ihr also nur einen einzigen Dwarf für das komplette Gebilde, was ihr habt. Ihr müsst es dann nur mit solchen Dingern hier verbinden. Oder eben mit den Dwarfen selber, wenn ihr so viele braucht. So, jetzt noch eine Herstellung. Und zwar braucht ihr, wie man hier sieht, noch Kabel und Gatter. Wenn ihr in diesen Dingen, in dieser Montagebank, Sachen reinlegt, die ich jetzt mittlerweile hier hinten alle habe, dann werden nach und nach die Rezepte angezeigt, die ihr herstellen könnt. Wir packen einfach mal alles rein, was ich gerade noch so hatte. Das nicht. Zum Beispiel das Ding in Redstone-Schaltkreis kostet, wenn ihr es anguckt. Kann man es nicht angucken? Oh, nicht bauen, bitte. Redstone-Schaltkreis war Redstone, glaube ich, nur. Mal kurz gucken. Genau. Nur Redstone, das. Mit Eisen könnt ihr eiserne Gatter herstellen und rote Farbe, die habe ich gerade nicht. Dann könntet ihr Kabel herstellen. So, und ein Gatter, ne, nicht ein Gatter, sondern Redstone-Schaltkreise, die ihr hergestellt habt, mit roten Kabel, könnt ihr zum Beispiel die herstellen. Mit dem eisernen Dingen und noch einem Kabel. Das können wir mal kurz gucken. Ich bräuchte, da ist so ein Schaltkreis. Ich kann nämlich da oben leider nicht anklicken. So, sieht man ja auch nicht. So vielleicht, und dann gehen wir mal zum Assembly Table. Da sieht man ein paar mehr. Zum Beispiel Enderperle und Redstone, pulsierender Schaltkreis, Eisen, das und das Dingen. Da die Kabel, jetzt gucken wir mal einmal, roter Kabel. Genau, da seht ihr es, zum Beispiel diese Dinger hier, die Gatter. Brauchen immer verschiedene Kabelfarben. Eisen braucht zum Beispiel blau und rot. Und blau macht er mit blauem Farbstoff und so weiter. Also das könnt ihr auch selber durchscrollen. Dann habt ihr eigentlich alles, könnt ihr eigentlich alles herstellen, was ihr wollt. Dann noch eins, was wichtig ist. Und zwar, wenn ihr eine Enderperle drin habt, könnt ihr diese pulsierenden Schaltkreis herstellen. Pulsierender Schaltkreis plus Basisgatter gehört hier rein. Auch das seht ihr. Und zwar, wenn ihr hier hingeht. Auf Integrationstable. Manchmal, wenn ihr also auf so einem Gatter seid, könnt ihr auch hier oben durchschalten. Das ist sehr wichtig. Und dann seht ihr, dass man hier drumherum noch was reinpacken kann. Und dann könnt ihr eine Erweiterung installieren. Wozu das ist, sehen wir dann erst in der nächsten Folge.
Das heißt, ich habe euch jetzt sozusagen erstmal die Grundlagen gegeben. Hoffe ich, dass ich nichts vergessen hatte. Dwar, wie man die Rohre herstellt, wie man die Gatter herstellt. Und dann in der nächsten Folge werden wir uns die genaue Funktionalität dieser Gatter dann anschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Die kommt morgen schon raus. Also morgen könnt ihr euch schon darauf freuen. Am Wochenende schön erstmal ein neues Sortiersystem bauen. Muhahaha. Ciao.